Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon's Profit am Donnerstag. Wir waren, ich zeig's dir nochmal, die Folge letztens nicht gesehen haben, wir waren hier am Donar-Tempel, hatten jetzt hier die Schädel und so weiter, da müssten wir jetzt aber das öffentliche Event noch einmal machen, beziehungsweise ganz zweimal noch. Obwohl ich schon einmal fertig hatte, aber irgendwie, naja, egal. Jedenfalls habe ich mich dann entschlossen, zum Donar Plateau zu gehen, um erstens was Neues zu sehen, um zweitens in eine Stadt zu kommen und neue Quests zu kriegen. Und deswegen sind wir jetzt hier. Und Serudar. Okay. Die Stadt heißt Serudar. Ist drin. So, wir nehmen uns hier die 200.000 Quests noch an. Weil ich habe nämlich jetzt mal überlegt, es geht ein Zug hier noch weiter. Gibt der hier noch einen Zug? Jetzt bin ich hier reingelaufen. Dispaddle. Der muss dann hier auch, glaube ich, irgendwo fahren, genau. Und da werden wir uns gleich mal... Achso, das ist hier. Was willst du? Ja, ich nehme einfach mal alles an. Erstmal alles annehmen und dann können wir uns immer noch gucken, in welche Richtung wir denn hier müssten. So, ich glaube, ihr habt die falsche Person erwischt, okay. Hier ist der Schaffner. Züge auf diesem Bahnsteig fahren in Richtung Illithar. Der Zug ist noch nicht angekommen. Wir bitte um Geduld. Okay, dann gehe ich mal auf die andere Seite. Oh, schade, ich kann nicht von der Seite die Treppe hoch. So hoch springt sie denn nun wieder auch nicht. Schlangenwacht. Der Zug ist noch nicht angekommen. Bitte um Geduld. Gut, der Zug kommt an. Die Sache ist nur, der müsste eigentlich der Zug sein. Wir stellen jetzt hier mal ein. Und gucken mal, was denn dabei rauskommt. Ups. Geh mal hier rein. Ich weiß es auch noch nicht. Also theoretisch müsste der Zug hier hochfahren, weil Illithar war hier unten irgendwo. Da. Da wollte ich jetzt nicht hin. Wir sind übrigens jetzt von Illithar hier, irgendwie hier und so. Und dann hier jetzt rum und naja. Wir wollten mal da hinten hin. Weil ich eigentlich der Meinung bin, da müsste das nächste Gebiet für uns sein. Wo ich mir aber noch nicht ganz sicher bin. Ich habe die Seite irgendwo gespeichert, wo das drauf stand, welches Gebiet für welches Level ist. Da wollte ich nämlich, ich will jetzt einfach nur mal ein Stück weiter nach vorne gucken und dann sehen, ob das ist. Weil ich weiß nur eins, das nächste Gebiet für uns ist ein Wintergebiet. Und da würde ich zu gerne rein. Ich will nämlich mal wissen, wie so ein Wintergebiet bei uns hier aussieht. Aber da gucken wir mal, was wir da rauskriegen oder was wir da haben. Und ich guck mal hier nebenbei, ob ich die auf meinem Tablet drauf habe. Das war eine Scheiße. Also ich weiß ganz genau, das war zumindest die offizielle Seite. Da stand es nämlich mit drauf. Und irgendwo da, also es sieht schon mindestens schon mal so aus. Das ist Thoran Schneefeld. Wir sind immer noch in Winterflut. Ich glaube, das ist die. Ich bin der Meinung, das ist die. Die sind alle 61, okay. 61 zu 59 könnte schwieriger werden, wenn wir uns jetzt entscheiden sollten, hier zu bleiben. Schlangenwacht. Okay. Aber wie gesagt, ich bin neugierig. Und will zu gerne wissen, was hier abgeht. Oder was hier so, wie das hier so aussieht mit Schnee und Winter. Und wir haben ja eigentlich auch Winter und so, ne?
Dementsprechend dachte ich mir, wir gucken uns hier mal ein bisschen um, was wir hier so haben. Ich meine, 61 kriegen wir ja theoretisch auch noch platt. Wir sind nur 2 Level unter denen. Müssten wir sogar ordentlich XP kriegen, wenn ich mich nicht recht entsinne. Komm, probier mal hier ein. Der macht natürlich auch ordentlich Schaden. Ist klar. Ich habe gerade derbeste Frames-Einbrüche. Aber wir kriegen. Und wir haben, wenn ich jetzt mal hier im Dialog gucke, also theoretisch 1083, aber bin mir da nicht ganz sicher. Hier können wir auch im Kampf gucken, fällt mir gerade ein. Wurde besiegt von L4, die zeigen aber nicht, wie viel Dings ich kriege. Schade. Naja, was soll's. Aber es sieht schön aus. Hätte hier auf den Bäumen hätte ein bisschen mehr Schnee sein können. Aber nun gut, ich meine, dafür ist ja hier überall Schnee. Die Stadt sieht auch sehr schön aus. Die ganzen Fackeln hier draußen und so weiter. Also das ist... Sieht sehr nett aus. Sehr, sehr, sehr. Gefällt mir. Ja, wir haben natürlich noch ein paar... oh, hier ist ein Bäcker. Lebensmittelhändler. Hm. Wir haben natürlich noch ganz viele Quests bei uns. Wo wir jetzt gerade waren. Aber in Soroda, da werden wir jetzt auch gleich wieder hinfahren. Welcher ist denn hier der Schaffner da? Zero da, genau. Werden wir jetzt wieder hinfahren. Ich wollte hauptsächlich nur gucken, ob es wirklich die richtige ist. Und es ist die richtige. So viel sei gesagt. Ich gucke hier nebenbei, bis der Zug kommt, auf dem Tablet. Ich habe natürlich die Seite, welche Gebiete welche sind. Ist natürlich... Ach hier, Winterflut werden wir dann und Kohala sind wir ja eigentlich noch. Korrekt, genau. Kohala ist nämlich von Level 50 bis 60. Und wir werden denn in Winterflut als nächstes. Falls haben wir hier. Genau, Winterflut ist von 61 bis 70. Kriegen wir hin, Eis und Tundra. Boah. Boah. Das ist. Das sollte möglich sein, wenn ich ehrlich bin. Gibt sogar ein Video dazu. Aber. Ich meine, wir wissen es und wir können es denn auch gerne demnächst in Angriff nehmen, wenn wir hier mal wieder zurückkommen, falls der Zug mal kommt. Der braucht ja mal ein bisschen. Aber hier gibt es wahrscheinlich auch wieder ganz viele Quests, sehe ich schon. Wir haben hier ganz viele Quests und oh, geil. Ich will ja nichts sagen, aber das Gebiet ist auch schön groß. Ich mir überlege, wir sind jetzt hier, dann geht's hier hoch, den hier runter, hier hoch, hier, da, überall. Yeah. Also da können wir uns hier im Winter schön lange aufhalten. Und spielen nicht im Winter irgendwo im, ich sag jetzt mal im Süden, im warmen Gefilde, wo alles grün ist.
Also falls der Zug mal kommt. Wir werden halt die Wolke nicht viel schaffen. Das ist halt, ja. Wenn der Zug mal ein bisschen schneller wäre, wäre das auch einfacher. Der andere Zug kam ja schon. Ach. Mensch, Jungs. Ein Zug wäre auch schön. Schaffner. What's up? Ist noch nicht angekommen. Wir bitten um Geduld. Ja, ich habe ja schon Geduld. Aber nicht, wenn man hier 4 Minuten auf den Zug wartet. Ich weiß, es ist besser als eine halbe Stunde auf den Zug zu warten. Wie in anderen manchen Dörfern, aber ja, bin Stadtkind. Da kommt der Zug alle 10, alle 3 Minuten. Komm, gib Gummi. Ruf mal einen Schaffner an und sag mal, der soll sich mal ein bisschen beeilen hier. Mein Gott. Oh, der Zug fährt ein. Der Zug fährt ein. Der Zug fährt ein. Aber der Zug sieht auch immer geil aus. So, wir sind hier im Abteil. Das Schöne ist, man kann sich dann auch hier draußen hinstellen und hier zugucken oder man stellt sich einfach hier drinnen hin, guckt durch die Fenster. Es macht eigentlich schon Spaß. Und das werden wir dann hier auch alles noch erkunden. Ach, ich freue mich so drauf, aber ich wollte es jetzt unbedingt schon mal vorab gesehen haben. Ich musste gucken. Wir werden jetzt auch nur in Koala die Mission, die wir jetzt noch angenommen haben, in Seruda, denn beenden oder so gut wie möglich beenden und dann werden wir in Winterflut einreisen. Und natürlich alle anderen Quests, die wir jetzt drüben nicht gemacht haben, wie die, wie das öffentliche Event noch zusätzlich oder diesen Androlax-Herz da, pipapo, die werden wir dann erstmal nicht machen. Und werden dann erstmal in Winterflut weiter um die Häuser ziehen und dann werden wir gucken, was wir, ob wir es denn irgendwann wieder machen oder komplett löschen. Keine Ahnung. Aber ich bin so ein MMO-Typ, der spielt gerne die Story und irgendwann will ich halt auch andere Gegenden sehen. Weil wenn ich da jetzt, ich sag jetzt mal, 300 Folgen in einer Gegend bin, boah, das ist irgendwann langweilig. Und dann mag ich es lieber, wenn man dann mal weiter vorankommt. Und dann ist das auch schön. Weil es bei jedem MMO das gleiche. Irgendwann hast du denn immer dieselbe Gegend erstmal, bis du dann vielleicht mal eine andere Gegend siehst. Es dauert halt. So, er wird langsamer. Bahnhof müsste hier auftauchen. Genau. Hopp. So, dann sind wir nämlich wieder hier. Ja, dann springen wir aufs Zelt drauf. Und hier runter. Ich würde sagen, das werde ich jetzt noch machen. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, und ihr mich jetzt hier nicht dabei zusehen wollt, könnt ihr gerne abschalten. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Ich werde jetzt nämlich noch mal in einem Inventar ausleeren, gucken, was wir gebrauchen können, was wir nicht gebrauchen können und so weiter. Das könnt ihr denn euch noch reinziehen, aber wie gesagt, ich verabschiede mich an der Stelle schon mal für die Folge. Danke fürs Zusehen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Däumchen, wenn ihr Fragen oder sonstiges habt, unten in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche alle Fragen zu beantworten und auch so schnell wie möglich. Bis zur nächsten Folge, bis dahin, euer Schröti, ciao!
Und an alle, die jetzt noch dran geblieben sind und gesagt haben, das gucke ich mir jetzt auch noch an, weil das gehört auch dazu. Vielen Dank fürs Weitergucken. Und wir gucken mal, was wir hier überhaupt alles haben, was wir verkaufen können, was wir gebrauchen können, was wir vielleicht auch in der Bank einlagern könnten und dann vielleicht noch verkaufen können, was wir in der Bank haben und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, gucken wir einfach mal, was wir hier überhaupt alles haben, weil ich habe so viel Zeug im Inventar und ich habe jetzt eigentlich auch keine Lust, den größten Teil des Zeugs rauszuschmeißen und dann zu sagen, bräuchte ich ja eigentlich. So kacke. Und dementsprechend gucken wir gerade mal, was wir gebrauchen könnten, was wir nicht gebrauchen könnten und dann schmeißen wir das weg. Oder auch nicht. Gucken wir mal. So. Hier haben wir einen Bogen, der ist schwächer als den, den ich habe. Hier haben wir noch 1000. Der ist... Okay, den Bogen könnte man hier oben noch behalten. Den könnte man vielleicht nochmal verwenden können. Aber den Rest könnte man zum Großteil dann wirklich verkaufen. Also bis jetzt sind nur die beiden Sachen relevant. Weil die sind erstens Stufe 60 und sind höher als das, was wir gerade angelegt haben. Ansonsten haben wir eigentlich nichts. Wir haben hier noch ein bisschen Drachenausrüstung. Die könnte man vielleicht beim Drachen noch mit anlegen. Was ich, glaube ich, schon seit 4 Folgen machen wollte. Den Drachensplitterbeutel können wir auch mal entleeren. Den Rest können wir hier auch weghauen. So. Passive... Quatsch, das war das Falsche. Nein. Da ist es, genau. Wir wollen hier mal ein bisschen Drachenausrüstung. Weil wir haben hier zum Beispiel noch Level 18 dran. Da können wir zum Beispiel dem hier das hier anlegen. Den Sattel. Hier haben wir nichts weiter. Den gehen wir hier hin. Hier haben wir das und den Sattel. Und den Rest können wir dann auch verkaufen. Der hat hier zum Beispiel gar nichts. Der kriegt zum Beispiel das und das an. Da habe ich ja eh nichts. Der hat Level 36, 26 und 40. Der hat auch ein bisschen. Warum hat denn der eigentlich so viel? Und naja. Ah, ich glaube, ich weiß wieso. Aber ist egal. Gut. Die anderen Sachen, Drachenausrüstung, die können wir dann verkaufen, weil die brauchen wir dann nicht mehr. So. Dann brauchen wir nur die beiden. Auf die beiden müssen wir Acht geben. Und, achso, das hatten wir, genau. Stiefel hatten wir. Wie sehen wir denn eigentlich gerade aus? Boah. Sieht in Ordnung aus. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht am besten gleich den Rüstungshändler. Den könnte man theoretisch versuchen. Das Auktionshaus und die Bank. Gehen wir hier in die Karte rein. Vielleicht sehen wir es denn besser. Da hinten ist hier irgendwo müsste das, glaube ich, sein. Ach, ich vergesse immer, welche Auktionshaus, Waffenladen und Rüstungsladen. Rüstungsladen ist da beim Waffenladen, okay. Also müssen wir in die Richtung, wo wir gerade sind. Irgendwo hier hinten müsste denn The Waffenladen sein. Ja, wir sind hier richtig. Hier, irgendwo hier hinten. So, Waffenhändler. Das ist nicht. Die will mir eine Quest andrehen. Seelenzauberhandwerker. Wo ist denn hier der Waffen?
Der Rüstungs. Ach, der ist hier hinten bestimmt. Ja. Weil bei dem können wir gleichzeitig gucken, was wir an Rüstungen theoretisch kaufen könnten. Um mal zu gucken, was wir als Höchstes haben. Und wir sehen schon, es hat keinen Sinn. Also das finde ich bei Dragon's Prophet echt fies, dass die Sachen, die wir kaufen können, zum Großteil schwächer sind, wesentlich schwächer sind, als das, was wir allgemein haben. Jeweils für das, was ich ausrüsten will, sagen wir es mal so. Ich will nicht magische Abwehr haben, ich will physische Abwehr haben. Ist halt ein Unterschied. Und wir verkaufen jetzt hier alles. Was? Kann ich verkaufen? Oh, muss ich wegschmeißen. Muss ich wegschmeißen. Das braucht man nicht. Wir hatten gesagt, das brauchen... Ach, den können wir noch behalten. Level 60, 269. Und das war 200. Verkaufen wir den und behalten den nur. So. Der kann weg. Da muss man halt auch tierisch drauf aufpassen. Nicht, dass man beim Verkaufen auch noch Sachen verkauft, die man doch eventuell noch übersehen hat. Und man die eigentlich verwenden könnte. Deswegen gucke ich immer nochmal zusätzlich, was wir verkaufen und ob sich das lohnt, das zu verkaufen. Die Bögen könnten wir locker verkaufen. Das sind die ganzen... Da war weg. Kann ich auch nicht verkaufen. Kann ich verkaufen. Plünderbrief. Kann ich auch nicht verkaufen. Kann ich verkaufen. Kann ich verkaufen. Kann ich verkaufen. Das schmeißen wir weg. Das schmeißen wir weg. Das schmeißen wir weg. Eiskristallträne. Hochbeschwörungskugel 1 und Hochbeschwörungskugel 2. Und dann haben wir hier halt noch ganz viele Attributsteine, die wir dann noch auf Bögen und sonstiges anlegen, anwenden können. Jetzt machen wir mal hier Papierkorb. Schmeißen wir alles einmal rein, was wir nicht brauchen. So. Und dann haben wir alles schon mal soweit verkauft, was wir nicht, was wir brauchen. Beziehungsweise nicht brauchen. Und dann gehen wir hier hin. Dieses Menü ist zauberhaft. Genau, wir wollten das hier reinpacken. Wir brauchen noch das Fenster. Da hauen wir jetzt das noch mit rein. Und genau. So kann man es auch machen. So, ich mache das jetzt aber mal so. Es wird nur die Haltbarkeit verringert, die wir dann aber gleichzeitig wieder aufrichten können. Machen wir hier nämlich maximale Haltbarkeit. Kann ich hier auch eine Zahl eintragen? Und dann erhöhen wir unsere Haltbarkeit wieder. Et voilà, haben wir sie erhöht. So, können wir zurücknehmen. Und ich hatte hier noch einen Bogen, den ich gerne noch erhöhen möchte. Mit der war eigentlich gar nicht so schlecht. Und wenn wir jetzt den Schaden da noch ein bisschen hochpowern können, wäre natürlich geil.
Und jetzt wollte ich mal gucken. Hartnäckigkeit, Charisma, Drachenmacht, Konstitution, Wildheit, Fokus, Stärke. Erhöht nämlich die Stärke. Jetzt machen wir hier 20. Und dann wollen wir mal gucken, wie weit wir den hochtreiben können. Versuchen wir mal mit 5. Aber da schickt er jetzt auch noch viel. Dann machen wir magischen Schaden auch noch mal ein bisschen hoch. Und na? Ja. Komm, noch mal 5 extra. Wir eigentlich mal versuchen, dass der Balken bis ganz nach hinten ist, aber schaffe ich anscheinend nicht. Egal, wir hauen. Achso, wir haben da noch die Energie. Dann machen wir hier 35 Mal. Machen wir noch die Haltbarkeit ein bisschen hoch. Und dann gucken wir mal, was der denn an sich hat. Dann können wir ja eventuell noch Drachensplitter drauflegen. Umso besser wird er. Logisch, ne? Was diese Eiskristalle sind, seltenes Material, das häufig bei der Fertigung von blauen Items verwendet wird. Das ist ein Herstellungsmaterial. Boah, ich brauche mal wahrscheinlich, um irgendwas herzustellen. Na, da geht aber noch was. Freundchen. So, mehr kann er nun nicht. Maximale Haltbarkeit einmal erhöht. Dann machen wir jetzt hier noch 10 mal Energie. Gucken, wie weit er da hochkommt. Auch ein bisschen. So. Und dann hätten wir hier einen physischen Schaden. Von 1093 bis 1336 und wir haben gerade maximal 1276. So viel steht fest. Da haben wir, wie ich sagen, ordentlich einen besseren Bogen gemacht. Weil wenn ich mir den jetzt hier beide angucke, das ist von vielen Sachen, Aspekten her gleich, aber auch nicht so. Attributtransfer, Attributstausch, nein. Nein. Und, Waffenschmied? Achso, hier könnte man, hier kannst du, naja, das ist, ich bin nur gerade, achso, das war hier, das, ich weiß immer nur nicht, wo welche Sachen sind. Achievements abgeschlossen. 500, 500. Aha. Was auch immer das sein soll, das ist egal. Er erreicht eine Erforschung von 1500 in. Erlangt einen Ruf von. Okay. Habe ich nie so drauf geachtet. Gibt halt Sachen, da achte ich persönlich nie drauf. Das ist unser Transportbuch. Z war das. Wie war das? Warte mal, muss ich da nicht. Lass mich mal hier hingehen beim Seelenzauberer. Spielerpistole, Ausrüstungsverbrech. Verbesserung. Achso, das ist das. Drachensplitter Entfernung.
Ich würde eigentlich einen Drachensplitter hinpacken. Die Fusion, hier kann man halt die Drachensplitter, hier physischen Schaden zum Beispiel, sucht man sich hier, dem hier alles hauptsächlich mit Zähnen. Haut man sich einen in die Mitte, haut alle rein und sagt, will ich machen. Kostet ein bisschen was und dann hat man einen Drachensplitter plus 29. So, physischen Schaden. Den könnte man natürlich jetzt auf den Bogen packen. Aber, fragt mich gerade, ich stehe auf dem Schlauch, wie? So weiß ich nicht. Gerade. Oder war das auch hier drunter? Das probiere ich jetzt mal aus. Pack mal den rein. Nein, Drachensplitter. Und den hier rein. Ja. Mein Bogen hat aber noch keinen Drachensplitter. Wie war denn das? Irgendwie war doch... Brauchst du noch eine Splitter für so einen Drachensplitter Entfernung? May you never fall. Da kann ich nur die Drachensplitter entfernen. Wo auch immer er gerade meinen physischen Schaden Drachensplitter hingepackt hat, den wir gerade gemacht haben. Aber shit happens. Das ist ein Attributtransfer, Attributstausch, Attributslöschung. Basisverbesserung. Platziert den Ausrüstungsteil hier, Attribute erhalten soll. Wenn das Teil Attributplatz hat, wird ein Attribut des verbrauchenden Teils transferiert. Hat die Ausrüstung keinen Attributplatz, so wird der Transfer des ersten Attributes zu den veränderten Teilen überschrieben. Bitte sucht mindestens ein Attribut raus, was ihr Attribut aussucht, werden 80% des Originalwertes transferiert. Achso, okay. Was haben wir hier? Platziert eine Ausrüstung hier, oder? Ne? Das verbraucht werden soll, das von diesem Teil gewählte Attribut wird auf das vergangene Teil übertragen. Also in der Theorie, ich sag jetzt einfach mal, platzieren wir hier unser Dings rein. Dann. Hier sowas, oder? Nee, auch nicht. Kommt nur eine Spalte im Rucksack, was wir verwenden können, also von daher. Ich kann das hier wieder zurück. Wie war denn das Ganze? Wenn ich das rausgefunden habe, kann ich das eigentlich mal machen. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich das gemacht habe damals. Irgendwie kann man es, ja. Aber wie ist nur die Sache? Materialverbesserung. Hier kann man übrigens die Sachen schmieden. Alchemie habe ich mal hochgeport, aber... Was man nicht alles dazu mal braucht, ist... ne? Also, dann verabschiede ich mich aus dieser Folge mal wirklich. Und wirklich, wirklich, wirklich. Und wir sehen uns dann Donnerstag bei einer neuen Folge von Dragon's Prophet. Bis dahin, euer Schrödi. Ciao!